Für den Fall, dass ich eine Schraube locker habe, wird die wahrscheinlich gleich nachgezogen. Ich war jetzt ein richtig mieser Chef. Ich bin hier in einer Denkfabrik, aber statt schlaue Ideen und Theorien zu entwickeln und aufzuschreiben, möchte ich Maschinen steuern, und zwar mit der Kraft meiner Gedanken. I just remove the small hairs that stay in between the skin and here. Perfect. Für den Fall, dass ich eine Schraube locker habe, wird die wahrscheinlich gleich nachgezogen, genau. Jetzt wird das Headset ein bisschen straffer gemacht. Falls Sie sich fragen, ob die Redakteure bei Spiegel Online im Allgemeinen und ich im Speziellen hirntot sind, dieses Bild beweist Ihnen das Gegenteil. Es ist nämlich durchaus Hirnaktivität vorhanden. Hier geht es darum, dass ich mir für 3 Sekunden lang vorstelle, diese Bewegung zu machen. Aber ich darf es mir eben nur vorstellen, ich darf es nicht wirklich machen. Und wenn ich das 3 Sekunden lang mir vorgestellt habe und meine Hirnströme dann entsprechend sind, dann müsste die Maschine, die mir hier gegenübersteht, angehen. Das ist durchaus anstrengend, weil man sich sozusagen, glaube ich, schon auch so ein bisschen versteift, dass man diese Aufgabe lösen möchte. Und das ist wahrscheinlich auch das Schwierige daran. Ich glaube, richtige Profis können zwischendrin noch ein bisschen besser entspannen. Im ersten Versuch war es ziemlich schwierig, die Maschine zu kontrollieren. Interessanterweise hat es genau einmal geklappt. Als die Maschine darauf gewartet hat, dass ich mir vorstelle, nichts zu tun und das als Kommando auffasst, das hat geklappt. Nichts tun kann ich also, mit dem konzentriert an einer Aufgabe arbeiten, scheint es noch ein bisschen schwierig zu sein. Im ersten Mal hat es gerade funktioniert. Ich habe mir zuerst vorgestellt, die Maschine anzustellen. Dann ist es mir gelungen, eine Weile lang an gar nichts zu denken. Das hat der Maschine dabei geholfen, einfach weiterzuarbeiten. Und dann habe ich sie nochmal, indem ich mir wieder vorgestellt habe, diese Bewegung zu machen, für 3 Sekunden habe ich sie wieder ausschalten können. Das war schon ganz cool gerade. Jetzt habe ich einmal was richtig gemacht und schon bin ich in der Denkfabrik befördert worden. Das gefällt mir ganz gut. Ich bin jetzt Chef für Jorge und Jorge muss mit seinen Gedanken die Maschine wieder starten und ich kann mit meinen Gedanken die Aufgabe schwieriger oder einfacher für Jorge machen. Ich war jetzt ein richtig mieser Chef und habe mir vorgestellt, dass Jorge einfach noch viel härter mit seinen Gedanken arbeiten muss, bevor die Maschine überhaupt anspringt. Habe ihm sozusagen die Aufgabe extra schwer gemacht. Aber er ist ein super Angestellter. Ihm ist es gelungen, trotzdem die Maschine in Gang zu setzen, obwohl ich ihm mit meinen Hirnströmen besonders hohe, besonders ambitionierte Ziele gesetzt habe. Maschinen steuern mit Gedankenkraft, ganz schön anstrengend ist es und es klappt auch nicht immer, aber ein kleines Erfolgserlebnis gab es immer mal zwischendurch und das war schon ganz cool.